Kleiner Fail, Leute. Aber wir feiern nicht so. So, und wo ist er jetzt? Was ist denn dir passiert? Oh mein Gott. Probieren. Oh mein Gott, wie die riechen. Ey, was ist mit dir? Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit dem Arthur und wir testen heute ganz, ganz viele Foodspots in Frankfurt. Ich habe mir gedacht, warum lasst ihr jetzt? Wir sind gerade auf dem Weg nach Frankfurt. Wir sind ein bisschen spät dran. Wir wollten eigentlich Frühstück, Mittagessen, Snack und Abendessen testen. Beziehungsweise. Jetzt haben wir es 9 Uhr. Wir haben 1:15 und wir sind sehr spät dran. Junge, mach doch mal. Auf jeden Fall fahren wir gerade nach Frankfurt und ich bin sehr excited. Ich hatte richtig Bock, dieses Video zu drehen, weil ich sowieso ein paar Foodspots ausprobieren wollte. Und weil ich sowieso immer essen gehen will samstags. Genau, und weil ich immer essen gehen will. Und das Ding ist, ich bekomme immer Fragen, wenn zum Beispiel einige von euch nach Frankfurt kommen, egal ob mit einem Freund, mit einer Freundin oder einfach da wohnen, was ich empfehlen kann. Aber ich kann nicht so viel empfehlen, weil wir immer zu den gleichen Spots gehen. Also wir holen uns eigentlich immer das Gleiche und deswegen testen wir heute mal ein paar Sachen. Und auch ein paar Sachen, wo ich nicht dachte, dass Leute das vorschlagen. Muss ich hier sagen? Nee, du musst. Ich habe euch auf Insta gefragt, welche Spots wir ausprobieren sollen, von welchen ihr mal gehört habt oder welche allgemein euch interessieren. Und es waren ein paar dabei, wo ich dachte, dass die eigentlich so jeder schon kennt. Aber wir probieren trotzdem eins davon aus. Und wir fahren jetzt hin und dann gibt es Breakfast, spätes Frühstück. Ich bin gestern einfach um 3:30 ins Essensbett. Ich habe alleine gestern einen Horrorfilm geguckt, weil der Herr schon geschlafen hat. Und ich hatte wirklich Angst. Aber er war zum Glück neben mir, deswegen hatte ich nicht so viel Angst. Aber hätte ich ihn alleine geguckt? No. Der erste Spot, den wir anpeilen, ist einfach Kaffeebur. Und ich dachte wirklich nicht, dass das jemand schreibt, weil das so ein typischer Hotspot ist und jeder den kennt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich war noch nie bei Kaffeebur. Ich war einmal in Köln, also ich war mehrmals in Köln, aber wir wollten einmal dahin, als es da war und wir das dann erst gecheckt haben. Und es war so voll. Kölner Drumchillerin. Es war so voll, dass wir einfach gesagt haben, wir gehen da nicht hin. Ja. Das ist eine Pizzeria, ne? Wir gehen jetzt dahin. Ich habe schon mal so ein bisschen die Speisekarte durchgestöbert und da sind sehr geile Sachen. Also ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt, weil ich da selbst noch nie war. Und ja. Geile. Okay, wir probieren jetzt den First Bite. Leute, ich glaube, die Teller sprechen für sich. Es war mega geil. Es hat wirklich richtig gut geschmeckt. Und die Getränke, 10 von 10. Das ist wirklich geil. Richtig geil. Nee, nicht dir egal, wo lang? Da. Ich sag zu Arthur, wo lang? Links, geradeaus, rechts, geradeaus, nach hinten wieder, dann wieder links. Ich sag zu Arthur, ich sag so zu ihm, wo lang? Er sagt, ist mir egal. Bist du dir sicher, dass wir richtig sind? Nö. Toll. Doch, ich bin jetzt wirklich ganz safe. Wenn man halt keine Ahnung hat, dann sollte man es lassen. Wir sind bei der Elektroverteilung. Guck mal hier. Schön. Thank you. Du hast die Kamera aus der Hand gehauen. So, und wo ist er jetzt? Da frage ich mich. Okay. Hast du einen Euro? Nee, ich habe gar kein Bargeld. Hast du gar kein Bargeld? Ich habe wirklich gar kein Bargeld. Dann nimm meine Karte. Nee, warte. Wir sind jetzt im Auto, im Parkhaus und wir fahren jetzt entweder einfach nach Frankfurt in die City, obwohl wir in der City sind, aber wirklich so an die alte Oper und gehen vielleicht ein bisschen shoppen, weil der Arthur braucht eigentlich Klamotten und ich würde gerne mal mit ihm gucken
Und jetzt bietet sich das perfekt an, aber ich weiß, dass er keinen Bock hat, deswegen muss ich mal schauen. Und dann fahren wir zum nächsten Foodspot, weil wir wollen Fufu ausprobieren. Ganz viele haben gesagt, ich soll mal Fufu probieren, aber keiner wusste genau, wo es ist und keiner hat mir genau einen Spot geschickt. Deswegen habe ich ein bisschen recherchiert und habe so ein Restaurant gefunden. Ich glaube, das heißt African Violet und da soll es Fufu geben. Und das probieren wir als Mittagessen aus, obwohl wir jetzt schon Nachmittag haben, aber... YOLO. Und dann probieren wir einen Snack und heute Abend gehen wir in ein geiles Restaurant. Aber es ist auch eine Bar und es ist auch irgendwie ein Café. I don't know. Wir werden mal sehen. Ich war da noch nie. Und ja. Alter, was ist denn was da los? Zooshop. Nee, das ist das. Oh, das ist der Zoo. Ich war noch nie in dem Zoo. Aber ich ist der Opel Zoo? Ich war Nein, auch schon Mann, hier. Das ist nicht der Opel Zoo. Das ist der Frankfurter Zoo, du Knecht. Okay, Fazit von Café Bur. Baba T-Shirt, was der an hat, der Brie. Ah, 7 von 10. 7 von 10? Ja. Ich fand's richtig lecker. Nicht so geil. Der sitzt mit mir da und sagt, der Bagel ist eine 10 von 10. Der Bagel ist, der war in Ordnung, aber irgendwie weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Digga, wir haben jetzt für 3 Getränke, 2 Bagel, Digga, einfach fast 44 Euro bezahlt. Wir haben 40 Euro bezahlt und Trinkgeld. Ja, ich finde es voll okay. Es waren 2 fette Speisen, die haben jeweils 12 Euro gekostet und 3 Getränke und davon waren 2 bisschen specialig. Ja. Also es ist natürlich trotzdem ein bisschen teurer, aber ich finde, das ist dieser normale Preis. Das ist halt nicht günstig, weißt du? Arthur, leg dich schon wieder mit irgendjemandem an? Nein, ich leg mich mit gar keinem an. Ich gebe Café Bur 9 von 10. Weil ich glaube, es geht einem immer besser, aber ich finde es trotzdem richtig geil und ich würde auch wieder hingehen. Das einzige Bergerstraße, wenn du ein Auto hast, kannst du vergessen. Arthur ist eine halbe Stunde später gekommen. Ich habe da schon gesessen, alle haben mich dumm angeguckt, weil ich da alleine saß und ich bestellt habe. Und dann kam er nach einer halben Stunde, weil er dann ins Parkhaus gefahren ist. Wie lange schätzt du, bist du rumgefahren? Ich glaube 20 Minuten oder so. Wann ziehst du jetzt Maske? Weil mir es unangenehm ist und so bin ich geschützt ein bisschen. Oh, das sag mir, wenn es grün ist. Nerv mich nicht, fahr. Ist grün. Kaffee Burg kriegt 9 von 10. Also danke für den Tipp. Jetzt war ich da zum ersten Mal. Die Guacamole fand ich bei mir wohl so scheiße. Ich weiß nicht, was es war. Nee, die Guacamole war eklig. Das stimmt. Hä? Das ja, war, das weil die einfach, war so bitter. Die war mit Minze. Das ich mag ich nicht. Das nicht. Genau, diese Minze hat es ja. Auch so reingeschissen von mir. Ja, aber das ist halt eine Geschmackssache. Aber Arthur ist immer ein bisschen kritischer. Ich wette mit euch, wenn dieses Video vorbei ist, Arthur hat immer weniger Punkte verteilt als ich. Ja, kann gut sein. Das heißt African Violet. Ah, das meine da ich. Da ist ja. Mir Fufu. Ich wollte Fufu schon die ganze Zeit ausprobieren. Ja, die Ann-Sophie lässt sich halt richtig influenzen immer von TikTok an, weißt du? Ja, wenn ich TikTok sehe, wo was Geiles gegessen wird oder so, dann würde ich es auch probieren. Ey, wo müssen wir denn lang? Ich weiß ja gar nicht. Oh, wir müssen hier rein. Das ist dein Ernst? Ja. Okay, Leute, die ultimative Frage, die ich mir gestern mit Arthur gestellt habe. Wenn ihr einem Leichenwagen drauf fahrt, wenn man einem Leichenwagen drauf fährt, der eine Leiche hinten drin hat, und man nur die Leiche überfährt oder anfährt, hat man dann Mord begangen, wird man dafür bestraft, weil die Person ist tot. Das haben wir uns gestern gefragt, wer vor uns ein Leichenwagen war. Und man weiß nie, wie Arthur das auffährt. Haben nicht, ihr müsst da aber eine Kleinigkeit unterscheiden. Das haben nicht geradeaus. Wir uns gefragt, sondern das hat sich Ann-Sophie gefragt. Nein, du hast dich auch gewundert. Du hast dich auch gewundert. Nee, ich habe gesagt, ich weiß es nicht, aber das ist mir auch sowas von egal. Nö, ich finde es schon wichtig du zu merkst es spätestens, wenn du einem drauf fährst. Ja, aber das muss man ja schauen. Nee, muss man nicht. Nämlich. Können wir uns noch die Hände waschen? Ich dachte, was ist das mit Fingern? Aber die hat uns jetzt Löffel gebracht. Einfach die Soße mit Fingern essen. Hä, hey, man isst das nochmal mit den Fingern. Man macht so und dann gibt man den. Also, das ist voll geil. Willst du den First Try machen? Mit dem First Try. Ey, die sehen voll schön aus. Warte, ich nehme so mal alles so. Warte mal. Ja, von dem Brei auch. Ja. Was ist das? Fufu. Boah, ich glaube, das wird mir so gut schmecken. Das erinnert mich irgendwie an Klöße. Mochi. Nein, wie Klöße. Find. Boah, das riecht so gut. Warte. Und? Mir wird es nicht schmecken. Mir wird es nicht schmecken? Oh mein Gott. Was? Alle haben gesagt, das schmeckt krass. Schmeckt es dir? Geht. Oh mein das Gott. Das wird dir nicht so gut schmecken. Oh nein. Ja. Boah, dein Finger. Und? Es ist okay. Ist bisschen, ja, ich finde es lecker. Aber ich finde es ein bisschen ungesalzen. Also auf jeden Gewürze. Ja, es ist normal. Aber ich finde den Brei geil. Oh mein Gott.
Guck, das isst man eigentlich mit den Fingern. Leute, meine Hände, ich habe die vorher gewaschen, keine Sorge. Ah, das ist schon heiß. Das sieht so lustig aus, wie du das isst. Vor allem, als ob du noch nie was anderes gegessen hast. Guck mal, wie du das isst, als wären es Nachos. Diese Konsistenz davon, finde ich, ist wie Mochi. Nee, fester, aber ein bisschen. Ja, ein bisschen fester, aber trotzdem. So ich liebe die Konsistenz. Ich auch, aber ich so liebe vom Ding her. Aber es fehlen hier ein bisschen Gewürze. Salz. Mhm. Hier drin fehlt mir Salz. Ja, okay, das ist aber jetzt an so. Ja, bei mir fehlt immer Salz. Normal. Ja, okay, Schatz, nimm doch den ganzen Pott. Arte so, ja, das ist ja bei Anso normal. Fufu hat durstig gemacht und wir haben uns so ein kleines Wasser bestellt. Ich auch. Wir haben jetzt Fufu gegessen bei African Violet. Ich kann es sehr empfehlen, die sind richtig lieb da. Und das ist voll schön ambiente. Ja. Sieht voll süß aus. Und ich muss sagen, weil wie hat es dir geschmeckt? Soll ich ganz ehrlich was sagen? Hm. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir gut schmeckt. Ich hätte gedacht, dass es mir besser schmeckt, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mehr erwartet, okay. Aber ich weiß genau, dass es mir nicht so gut geschmeckt hat, weil mir Salz gefehlt hat. Die Würze, das war der Brei war ja, so ein bisschen fad, aber es war trotzdem das geil. Problem ist, ich meine, das ist ja immer so andere Kultur und man weiß nicht so, die denken bestimmt, wir werden voll behört, wenn wir das ja, Salz deswegen, machen. Ich wollte nicht die wollten auch nicht nachfragen, ich habe so gemerkt. Ja, weil ich hatte so, ich war so, ey, am Ende darf, also isst man das einfach kulturell nicht damit. Ja. Deswegen wollte ich nicht irgendwie respektlos sein, obwohl das ja nicht, also weißt ja. du. Also was gibst du für eine Punktzahl? Also ich sage... Er hat sich den Rest einpacken lassen, Leute. 7 von 10. Ich sag auch 7 von 10. 7 von 10 ist... Mit Salz 8 von 10. Also ich glaube, mit Salz hätte es mir richtig, richtig gut geschmeckt. So war es einfach langweilig. Ich habe das Fleisch nicht so gefühlt. Ja, nee, ohne Fleisch. Es war Ziegenfleisch, das hat mir auch nicht so gut geschmeckt. Ohne Fleisch, ja, das ist nur das Soße. Nicht. Die Afrikaner, die essen ja so viele andere Sachen. Ja, das und ist die halt machen die halt aber auch richtig gut, muss man dazu sagen. Das Ding ist, ohne Fleisch, nur die Soße mit dem Brei, krass. Ja. Krass. Und dann ein bisschen Salz für mich noch. Das ist kein Brei, das ist wie Teig, finde ich. Nee, das ist wie Kartoffelpüree, nur noch cremiger. Nee, noch fester. Das ist wie ja, Gummi. So. Wie, das ist wie Dings. Nee, Mochis sind viel zarter. Ja, aber diese Konsistenz da, wie man das so zerdrücken kann und so, dass es nicht so an deinen Fingern so ja, das klebt. Stimmt. So, genauso wie Mochi. Wir werden jetzt losfahren. Wir suchen jetzt den nächsten Spot. Ich schaue mal auf Insta, was ihr mir noch geschrieben habt. Jetzt gibt's was Süßes, weil wir Bock haben auf was Süßes. Nach so viel Herzhaft. Und ja. Okay, perfekt, mach ich. Ja. Okay, ciao. So Leute, Arthur geht jetzt sein Ticket nachzahlen. Und beziehungsweise unser Ticket. Und ich habe den Cake. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause, weil es hier so heiß ist. Und wir haben voll vergessen, dass der CSD in Frankfurt ist. Und deswegen ist es auch übertrieben voll. Und wir sind beide richtig müde und sind richtig erschöpft. Und deswegen fahren wir jetzt erstmal zu mir. Dann werden wir da die Cheesecakes probieren. Ich werde mich auch noch ein bisschen hinlegen, weil ich habe heute nicht viel geschlafen. Und dann fahren wir nachher noch was Letztes testen. Unser Abendessen. Wir werden aber ein bisschen später essen gehen, weil wir jetzt die ganze Zeit gegessen haben. Und wir legit einfach nicht mehr können. Arthur war gerade noch mal schnell einkaufen und hat mir das mitgebracht. Weil ich bin der King of the Road. Ich habe mich auch eingeklickert. Cute, dass du an mich denkst. Danke. Seid ihr ready? Oh. Willst du oh. probieren? Meiner ist Karamell, der hier. Warum ist das so Nein, das erlauben ist, durch die Wärme? Nee, das, das ist extra, ist so. Extra Erdnussbutter. Oh, Erdnussbutter ist das. Willst du vom Weißen? Ja, bei Arthur ist die haben so ein... Nee, so. Ja, alles gut. Du hast jetzt aber gar nichts von dem... Weiß nochmal richtig. Mach mal... Ich hab Angst, jetzt weckt er echt. Oh, mach ich. Ist ruhig, du kannst auch von meinem probieren. Ah, so. Du hast wieder nichts von dem Zeug. Ja. Und? Ja, das ist. Willst du von meinem paar probieren? Probier mal von meinem. Du hast halt jetzt auch wirklich nur. Nee, mach du mal die Spitze zuerst. Ich mach du mal, ich will nicht. Mach du. Jetzt hat deine Mutter von der Nähe. Ja, geil. Lecker. Ich feier. Der ist besser. Vom Arthur, der ist besser. Du magst weiße Schokolade, ich mag halt keine. Der ist gut. Danke. Danke. Willst du noch? Nee. Okay.
Der ist mega süß, ne? Mhm. Der Käsekuchen. Also anders wie deins ist das nicht. Ich finde es lecker. Ja? Wundert mich. Ich würde eher mir einen Donut holen. Kannst du mal auf mein Gesicht klicken, dass es fokussiert? Mhm. Nein. Oh ja, schon fast wieder. Der Papa, der hat gesagt, was wollen wir denn morgen essen? Ich so, grillen? Ich gehe heute reiten, ich habe gar keine Lust im Kopf. Kochst du doch dieses Jahr mal? Ich sag mir erst im Sommer, im Winter wieder von da und jetzt. Hat er mir einen Sketch geschickt, hör zu. Geht's gut, oder? Das fand ich wirklich lustig. Der passt so richtig. Ja. Also das finde ich am meisten. Du verhalte ich gar nicht. Das ist am meisten. Mhm. Was gibst du? War ganz okay. Ich dachte, du wolltest trinken. Was gibst du für eine Punktzahl? Eine 6 von 10. Ich auch. Ja. Also ich finde Donuts geiler, weil das erinnert mich ich so an... Ich finde Donuts auch nicht geiler, aber ich finde es trotzdem eine 6 von 10. Ich finde diese Toppings auf diesen Käsekuchenstücken sind geil auf Donuts. Ich mag einfach den Donutteig mehr und nicht so Kuchen, weil ich finde Kuchen so ist schon sehr viel. Vor allem auch Käsekuchen. Ja. Der nächste Foodspot, zu dem wir jetzt gefahren sind, ist die Brunch and Bar. Und voll viele haben gesagt, dass das in Frankfurt ist, aber es ist in Kronberg. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Kronberg. Wir gehen jetzt zur Brunch and Bar. Oh mein Gott, hi! Hi! Oh mein Gott, wie süß die ist. Guck mal. Hi, du. Hi, du. Na, du. Wie süß ist die denn? Und ich habe das schon mal bei Frankfurt Food Guides gesehen. Und da gehen wir jetzt hin. Meine Maske ist erstmal kaputt gegangen. Ich habe mich so gefreut. Tut mir leid, Engel. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mir schon Sachen rausgesucht. Tut mir leid, Schatz. Was machen wir jetzt? Wollen wir uns Takeaway machen? Wollen wir Takeaway? Dann müssen wir hier warten halt. Dann würde ich aber sagen, dann hole ich mein Auto und warte hier dann wieder. Ne? Ja, dann probieren wir es trotzdem. Soll ich eine Bowl nehmen oder Pasta? Die sehen geil aus. Aber ich habe auch Bock, Auto, ne? Ja, was nimmst du, einen Chicken Burger? Ich nehme einen Chicken Burger. Ah, du nimmst sowas Crispy an? Crispy Chicken Burger. Crispy Chicken Burger, okay. Okay, gut. Nee, ich nehme einen Süßkartoffel-Avocado-Burger. Okay, Süßkartoffel-Avocado-Burger. Okay, ich merk's mir. Kleiner Fail, Leute, wir sitzen jetzt an so einem Brunnen, weil die Bar eine geschlossene Gesellschaft hat und wir Takeaway nur bestellen können. Und wir haben überlegt, ob wir da jetzt bestellen sollen oder ob wir uns was anderes suchen. Aber da ich das unbedingt ausprobieren wollte und ich will, dass ihr eine Inspo bekommt, ob das Food trotzdem lecker ist. Und gerade, wenn es bei Takeaway gut ist, finde ich, dann weiß man, dass es auch im Laden mega gut ist. Weil Takeaway meistens ein bisschen blöder ist. Zumindest mir schmeckt es dann manchmal nicht so gut. Und wir testen das jetzt. Wir haben jetzt bestellt. Wir warten jetzt gerade, holen es gleich ab und essen es dann im Auto. Wir warten jetzt. Und dann gibt's Food. Ich habe mir geile Nudeln bestellt mit Trüffel. Ich liebe Trüffel. Arthur hat sich ganz unbasic einen Burger bestellt und ich habe mir noch überbackene Pommes geholt mit Käse. Weil die Nudeln kann ich für morgen noch behalten und warm machen. Das ist mein Plan. Ne? Ja. So sieht's aus, ne? So sieht's aus. Ich hab Nudeln mit Trüffel. Ich hab gesagt, Food is there. Und da sind meine überbackenen Pommes. Yay. Oh, und hier sind meine. Alter, sieht ja fast so aus wie bei Maggis. Ja. Was ist passiert? Probier mal. Warum? Oh mein Gott. Sind die geil? Mhm. Oh mein Gott. Lass mich probieren. Wild. Lecker. Nicht so lecker. Mit der Sonne. Hm. Warum? Was ist das? Pommes mit Käse. Die sind halt jetzt labbrig. Nicht so lecker. Mm-mm. Aber ich habe mir den Käse anders vorgestellt. Ja. Seht ihr das? Ich dachte, das wäre jetzt so Cheddar-Scheiben. Okay, wir feiern nicht so. Auch mit Tomate oder so, gell? Mhm. Obwohl, schmeckt voll lecker. Okay. Was ist denn hier passiert? Die wollten mich einfach umbringen, Digga.
Ja, der Stab war für den Burger. Eigentlich schmeckt es doch ganz Schatz, geil. Aber Schatz, ist dein Ernst jetzt gerade, dass der Stab für den Burger war? Mhm. Ich dachte, den kann man mitessen. Ist es dein Ernst jetzt gerade? Natürlich war der Stab für den Burger. Für was denn sonst? Nee, ich wollte damit meine Curly Fries aufbauen. Und ich bin sehr gespannt jetzt auf die Trüffelnudeln. Oh mein Gott, wie die riechen. Aha. Oh mein Gott, wie die riechen. Alter, riechen die krass. Nein, ist da Speck drin? Ist doch egal, ist trotzdem. Nee, das ist Tomate oder Gurke. Auch wenn, ist doch nicht so schlimm. Karotte. Guck mal, ey, der Arthur, heute auch Veggie unterwegs. Guck. Willst du probieren? Guck mal. Guck doch mal. Ey, das ist wirklich Veggie. Ja. Die schmecken krass. Ist halt nochmal ein anderes Feeling, wenn du das wirklich auf einem Teller isst. Oh mein Gott. Die sind krass. Die sind so lecker. Mhm. Alter. Da fehlt nicht mal Salz. Mhm. Ein Restaurant hat bei mir schon so Plus, wenn da kein Salz fehlt an den Sachen. Und das ist echt schwer. Ja. Also, haben wir Servietten? Ja. Meistens machen die das ja aber auch extra, damit die, falls Leute gar kein Salz essen wollen oder so, damit das dann, damit die einfach nachsalzen können, Leute, die es wollen, weißt du? Mhm. Nice. Hätten wir jetzt Fragen, könnten wir hier einen Mukbang drehen, aber wir haben keine Fragen. Ich will da auf jeden Fall mal brunchen gehen. Die haben so richtig geile Vorspeisen und Platten die und so. Die haben Bagels. Ja. Lass da mal an einem Samstag, also ohne Stress, dahin, weil heute der Tag war so stressig, Leute. Ja. Aber ich glaube einfach nur wegen dem Autofahren und Parken. Ja. Wenn wir zu Fuß wären und alles abklappern könnten, ja, easy. Mhm. Jetzt ist es am chilligsten. Mhm. Ich lieb's. Ich habe das erste Mal Trüffel bei meiner Mama damals probiert. Da waren wir mit deinem Papa uns essen. In diesem Restaurant da. Mhm. Und ich wusste nie, ob mir das schmeckt. Und seitdem, ich liebe das. Ich finde Trüffel so geil. Danke. Danke. Irgendwie schmeckt das doch krass. Das hier. Also es war ein nice try mit dem Veggie, aber... Darf ich mal probieren? Hier, du kannst die Bulette probieren. Ja, gib mal. Oh Gott. Ja, das ist Süßkartoffel. Mhm. Mega geil. Das ist Falafel. Mhm. Hier schmeckt kein Falafel, ja? Mhm. Ja, das ist blöd. Ich find's geil. Was ist Trüffel? Ist es nur Nuss? Pilz. Ah, Pilz. Oh mein Gott, ich bin so ein Vollidiot. Scheiß drauf. Ich wusste früher nicht. Bin ich dumm? Ich wusste, dass ein Pilz ist, aber ich sagte, es ist eine Nuss. Weil es aussieht wie Muskatnuss. Weißt du, was ich nicht wusste? Und ich glaube, ich weiß es immer noch nicht. Ja? Was ist Artischocke? Ich dachte auch immer, Meer. Ich dachte, weil du mir immer gesagt hast, dass es aus dem Meer kommt. Na, ja, schmeckt zumindest so. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Artischocken mögt. Und Falafel. Bei Artischocken ist so ein Ding bei mir, das ist wie Gurkensalat. Da bekomme ich einen Kotzreiz. Ja. Ehrlich, ich muss sagen. Hast du damit ein schlechtes Erlebnis gehabt, oder? Nein, gar nicht. Es schmeckt einfach nur so eklig. Ich hasse Fisch, ich hasse das, diesen Geschmack. Das ist aber so kein diesen, Fisch. Ich weiß, aber dieser fischige Geschmack. Den finde ich so ekelhaft, Digga. Und ich finde, es hat diesen Fisch. Kann ich deine Gurke haben? Das ist so geil, der Arthur lässt immer alle Sachen übrig, die mir schmecken. Dein bei Fleisch Gurken hört es bei mir auf mit dem Spaß. Ich liebe Gurken. Ey, da war Avocado drauf. Ja, natürlich. Geil. Den habe ich noch bestellt. Kein Käse, aber. Das musst du, glaube ich, dazu sagen. Ja, die denken Veggie, weißt du, wie ist das? Vegan. Zwiebeln sind auch vegan. Zwiebeln sind vegan. Ja. Und warum sollten die dann drauf sein, wenn wiegen? Schatz, hä? Da war kein Fleisch, da war nichts drauf. Das ist vegan, dieser Burger gewesen. Achso, ich hab grad andersrum gedacht. Hä? Ich dachte, du meinst, sie haben, sollen Zwiebeln weglassen, damit es vegan ist. Ja, aber Zwiebeln sind doch vegan. Ja. Ich schwöre, das war das erste, was ich auf der Karte gesehen habe, weil so wenig Leute Trüffel anbieten. So viele Läden. Und ich liebe Trüffel. Richtig lecker. Ja. Man muss halt einfach Trüffel mögen, sonst hast du halt einfach verkackt. Und Parmesan. Weil das ist halt voll gut. Ja, aber es mag nicht jeder Trüffel. Also. Ja, du magst keine Gurken zum Beispiel. Ja, wer mag denn auch Gurken? Als ob jemand Gurken richtig liebt und die richtig so snackt. Ja, ich. Das ist ja ekelhaft, Alter. Bei mir ist es voll oft so, dass ich nachts Gurke snacke. Ja. Damit ich nicht irgendwas wie Schokolade die ganze Zeit snacke. Ja. Weil das eh nur aus Wasser besteht und dann habe ich auch einen geileren Bauch zum Schlafen. Dann liegt das nicht so im Magen. Mhm.
ich bin trotzdem satt. Mhm. Und du willst mir jetzt erzählen, dass du es wirklich machst. Wie oft machst du das so? Eigentlich immer, wenn ich nach Hunger bekomme. Ich schicke dir das ja nicht. Ich schwöre, ich mach's immer. Ja, du sagst mir immer, oh, ich hab, Schatz, ich hab gestern Abend noch was zu essen gemacht. Das sagst du mir irgendwie jeden Morgen. Wie kann das funktionieren? Das ist die Frage jetzt, die ich dir stelle. Kann sein, dass du dich nicht gerade anflunkern wolltest? Nein. Die Ann-Sophie doch nicht. Ist jetzt eine Gurke mit Salz kein Essen machen? Ich weiß, was du mit Essen machen meinst. Wenn du dir sagst, Essen machen. Ich meine das aber damit, ich mache mir ja nicht immer irgendwie Nudeln nachts. Du stellst es ja gerade hin, als würde ich jeden Abend, jeden Morgen. Schatz, wenn du irgendwas dir am Wochenende oder so gemacht hast, so eine. Keine Ahnung, das mache ich dann machst warm. Du dir immer warm irgendwas. Ja, genau. Also heißt das nicht, dass du ihr immer irgendwelche scheiß Gurken mit Salz isst und dann völlig zufrieden bist. Das glaubst du und ich nicht. Ich schwöre, das ist aber so. Ey, weißt du, was ich letztens gegessen habe? Aber das ist dann aber ein ganz komischer Wandel. Weißt du, was ich letztens gegessen habe? Nee. Ich habe. Die wollte ich. Okay. Ich habe letztens. Gurke mit Salz. Feiert gar nicht. Gurke mit Salz. Mhm. Und Apfelmus einfach nur in, also auf dem Löffel. Wild. Apfelmus soll auch sehr gesund sein, auch von diesem Mann. Du hast früher mir mal was richtig Geiles immer gemacht. Das war so Apfel mit Apfelmus, oh Zimt und Zucker. Nee, nur Zimt, oder? Nee, Zimt. Ja, das mach mal bitte deine Tür zu, weil hier sind überall so kleine Viecher drin. Bäh. Als Fazit sage ich wirklich, hätte ich mir einen ordentlichen Burger bestellt, dann wäre ich zufrieden. Jetzt ist von mir eine 6 von 10, mein Essen. Mein Essen hat mir nicht so geschmeckt, außer die Curly Fries, deswegen 6 von 10, sonst wäre es 0 von 10. Ja, weil du ehrlich keinen Falafel magst, deswegen habe ich das Patty, das, und dann ist auch kein Burger. Ich hatte eigentlich auf meinem Burger nur Salat, Zwiebeln und Guacamole. Und die Guacamole hat mir auch nicht so lecker geschmeckt. Ach, Bobe. Also das ist keine. Wisst ihr, welche Guacamole im Arthur nur schmeckt meine? Und das soll gar kein Fleck sein. Aber es ist so, die schmeckt nur meine Guacamole. Ja, weil du machst da so geile Sachen rein und die machen einfach irgendwie so ein bisschen nur da und da. Und du machst so richtig viel Gemüse und so da. Also viel Zwiebeln und sowas. Da schmeckt man auch die Zwiebeln richtig, diesen intensiven Geschmack. Ja. Also ich gebe dem Ganzen. Also ich glaube, dass die ganzen Gerichte ja krass sind. Ich sage 9 von 10. Brunch and Bar, check. Ich find's geil. Deine Nudeln? 10 von 10. Ja. Aber mein Essen meine ich jetzt, 10? Weißt du? Ja, aber was ist hier los? Ich weiß. Ich weiß ganz genau, wenn wir nochmal hingehen am Wochenende und da brunchen oder frühstücken, dann sagt der Arthur 10 von 10. Da würde ich wetten. Ja, ich auch. Weil das sehr, sehr geil. Und das sah richtig süß aus mit so Blumen und so. Es ist der nächste Morgen und Arthur ist jetzt weg. Wir haben jetzt Sonntag. Es ist ein sehr chilliger Sonntag. Und ich habe das Ganze gestern nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe sogar mit meiner Mama und mit meinem Papa drüber geredet, weil ich denen so ein paar Foodspots empfehlen wollte. Und ich muss ehrlich sein, ihr habt mir super viel Inspo gegeben, obwohl sehr, sehr viele Leute gar nicht aus Frankfurt kommen. Habe ich sehr viel Inspo bekommen, sehr viele Vorschläge. Und ich kenne die Hälfte davon selbst nicht. Und deswegen werde ich das Ganze auch noch testen. Also falls ihr ein paar zwei sehen wollt, wo wir andere Sachen testen und auch Sachen, die wir gar nicht kannten, vorher vielleicht auch noch nicht mal den Namen kannten, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen nach oben, dann drehe ich das auf jeden Fall, egal ob mit Arthur oder mit meiner Mama. Ich muss sagen, ich kann euch jeden Foodspot von gestern empfehlen, vor allem der in Kronberg. Also falls ihr sowieso nicht komplett zentral in Frankfurt lebt, sondern vielleicht in der Nähe von Kronberg, dann probiert es auf jeden Fall mal aus, weil es schmeckt sehr, sehr lecker. Ich weiß gar nicht, ob es Brunch and Bar noch in anderen Städten gibt, aber wir haben es jetzt nur da gesehen und das war das Nächste an uns, deswegen sind wir dahin gefahren. Und allgemein, ich persönlich kann euch alles empfehlen, was wir gestern probiert haben. Vielleicht nicht so die Cheesecakes, das war so mein least favorite, weil ich nicht so der Fan davon bin. Ich esse lieber Donuts mit so krassen Toppings und nicht Cheesecakes. Aber das ist Geschmackssache, ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Alles in Frankfurt außer das eine. Und wie gesagt, falls ihr einen zweiten Teil sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen nach oben, dann werde ich das auf jeden Fall drehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Inspo geben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye.